Hey zusammen und willkommen zum nächsten Video. Heute geht es mal wieder um mein Triban RC 120. Quasi ein Was habe ich verändert Video nach einem Jahr Benutzung. Falls ihr gerade in der Situation seid, dass ihr euch ein Fahrrad kaufen wollt, nicht unbedingt viel Geld ausgeben möchtet und auf dieses Fahrrad gestoßen seid und euch überlegt, ob das vielleicht was für euch ist oder eben auch nicht. Also viel Spaß beim Video. Let's go. Genau, so gehen wir immer ums Bike rum, schauen uns an, was neu ist. Ganz vorne fangen wir an mit dem LED Outback. In Kooperation mit Pari. Jetzt habe ich meinen ganzen Kram, den ich brauche. Taschentücher wegen Heuschnupfen, ein Ladekabel bzw. Kopfhörer fürs Handy, die GoPro und ist perfekt für unterwegs. Dann die Klingel, die ist Standard. Hier oben geht es weiter mit dem Mount von SP Connect. Den kennt ihr auch schon aus dem Video zu dem SP Connect Mount, logischerweise. Wie der genau funktioniert? Ich habe keine Ahnung, aber es ist mir auch relativ egal, denn es funktioniert einfach und das ist ja die Hauptsache. Also wie ihr sehen könnt, ich bin vollkommen zufrieden damit. Ich habe meine 40 Euro wunderbar investiert, aber jetzt habt ihr selbst in der Hand. Also wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch eine Smartphone-Halterung zu kaufen für euer Fahrrad, dann schaut zumindest mal bei SP Connect vorbei. Ich kann es euch nur empfehlen. Das ist wirklich eine gute Materie. Eine Trinkflaschenhalterung, da habe ich jetzt aktuell nur eine. Kommt noch eine zweite auf jeden Fall ran, weil eine Flasche ist meistens recht wenig, wenn man länger unterwegs ist. Und hier hinten habe ich noch eine kleine Tasche mit dabei. Da verstaue ich im Wesentlichen Werkzeugkram. Also hier so ein Multitool und Schlüssel, sonst was eben unbedingt mit muss. Wenn ihr wollt, verlinke ich euch den Bag und das SP Connect Mount Video einmal in der Videobeschreibung. Trinkflaschenhalter, keine Ahnung, wo der her ist, und die Tasche ist auch schon ewig alt. Da werde ich keinen Link mehr finden. Also schaut da am besten selbst mal, was euch zusagt und womit ihr gut klarkommt. So, ich bin jetzt nochmal im anderen Spot, wo ihr das Bike mal sehen könnt. Hier in nicht ganz so geiler Rennradmaterie, aber funktioniert auch trotzdem wunderbar. Genau, das war jetzt ein recht kurzes Video, weil ich gerade auch auf einer Tour war. Und gemerkt habe, ich muss ja die Szenen noch filmen. Wie gesagt, es sind halt nicht viele Sachen, die ich verändert habe, weil das Fahrrad für mich ansonsten schon recht geil ist. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr an eurem Bike gemacht habt, was euch vielleicht sonst noch so interessiert. Also ich habe auf dem Video zu dem Fahrrad hier schon extrem viele Fragen bekommen mit Dingen, die mich interessiert haben. Schreibt da gerne weiter eure Fragen hin. Da lese ich mir alles durch, kommentiere auch alles. Und ja, dann bleibt dabei. Abonniert den Kanal, gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und ciao.